Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Evoland 2 mit dem lieben Robert Ritter, der sich immer umdreht oder so. Ja, heute wollen wir das Schleichen schaffen, habe ich gehört. Hallo? Oh, da kommt er. Heute wollen wir es schaffen. Ah ja, stimmt, ich muss da ja so laufen. Lauf! Oh, das war vielleicht ein bisschen knapp. Hey, ich war unsichtbar. Okay, war nicht ganz unsichtbar. Ich stand, glaube ich, zu weit drin. Aber gut. So. Schnell, 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 schnell. Hier bin ich aber komplett unsichtbar. Desto heller ich werde, desto besser sieht man mich, glaube ich. Tschüss. War schön mit dir. Ich hoffe, ich behalte die ganzen Sätze, also die Spielfigur hier an sich. Und ich muss den ganzen Scheiß nicht nochmal dann machen. Okay, wir merken uns, da oben kommen gleich die Wachen. Das heißt, wir sollten da rechts rumlaufen und nicht geradeaus auf die Wachen zu. Was ein bisschen blöd war von mir, aber gut. So. Tada! Wunderbärchen. Hey Didi, hier riecht es viel besser. Und etwas sauberer ist es auch hier auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangenen mehr. Das kann gut sein, ja. Hi. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Okay. Ich hoffe, wir müssen die Parole kennen. Ja. Welches Gemüse liebt dein Kind besonders? Brokkoli. Ritter Robert ist in dem Lied gehört zu den Besten. Wenn ich bis Ziff zähle, erhalte ich was ist denn I und V? Warte, IV. Ah nein, das sind die römischen Zahlen. Ich kann die doch nicht. Ich kann sie doch nicht. IV. Es gibt I, das ist 1. Dann Doppel-I ist 2. Dreifache I ist 3. Dann gibt es 4 I's, ist glaube ich 4. Das ist glaube ich 5. Ne? Ein V ist glaube ich eine 5. Und IV müsste 6 sein, oder? Oh, ist nicht richtig. Okay. Was ist denn IV? Das ist ein Problem. Ich weiß halt die römischen Zahlen nicht. Jo. Brokkoli. Tötet die Bösen. Ritter Robert ist in dem Land. Bla 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 ist bekannt. Ritter Robert ist der beste Mann, oder? Ja, ich glaube, ne? 104? Welches Schicksal wählt ihr? Liebe, Hunger, Sippler sind tot. Okay, ich brauch das Dings nochmal. Welches Schicksal ich wähle. Welches Schicksal wähle ich? Okay, Brokkoli. Gehört Beste, 104. Liebe, Hunger, Tod. Stimmt, ihr dürft passieren. Das ist aber nett. Ich glaube, ich bin nach rechts. Links sieht ein bisschen schwerer aus. Einfach nach unten gucken. Jetzt? Speicher, Speicher, Speicher. Oh, hi. Damn. Okay. Ich muss da nach unten. Ah. Hi. Was geht so? Hör dich um. Hä?
Okay. Oi. Warum will ich zu den Betten? Warum will ich da hin? Oh mein Gott, einfach speichern. Das ist das Wichtigste. Der Rest ist mir egal. Einmal durch. Ja, easy, ne? Hi. Wow, ich hab's echt geschafft. Krass. Ah. Kurz das Trinken. Ich hab gehofft. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein. Kein Typ. Hallo? Aha. Ein Schwert. Gefunden, altes Schwert. Hoffentlich wird es nicht beim ersten Schlag zerbrechen. Warum kann ich denn die ganzen Helme nicht mitnehmen? Easy. Kann ich jetzt eigentlich zurück und da auch nochmal richtig Stress machen und durch alles durchkloppen? Frage-Antwort-Spiel? Ich frage, ja, antworte. Ja, so wo ich jetzt. Ein Loch. Kein Loch. Das ist eine Mauer. Durch eine Mauer ist es schwer zu laufen. Durch ein Loch wäre einfacher, aber eine Mauer an sich ist ein bisschen schwer. Ab nach draußen. Yo, erstmal ein Gladiatoren-Turnier hier machen oder was denn los? What the heck? Boah, die Musik ist aber gut, ey. Puh. Wir sind ausgebrochen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und hier. Und hier, meine lieben Damen und Herren, wären unsere ersten Herausforderer. Na los, nur keine falsche Bescheidenheit. Nee, warte. Nur los, nur keine falsche Bescheidenheit. Vortreten bitte. Willkommen im großen Kolosseum. Tag für Tag treten hier die Mächte. Steckst deinen Gladiatoren gegen wilde Bestien an. Bitte lasst euch nieder, während ich die Kontrahenten vorstelle. Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren. Voller jugendlicher Elan und mit unglaublichem Potenzial. Begrüßt mit mir Entschuldigung. Wie heißt ihr denn noch gleich? Verratet nicht euren wirklichen Namen. Das könnte Ärger geben. Entschuldigung. Eure Namen bitte. Super Mario. Morio. Mega Klink. Solid Snail. Wonderman. Und Dick Terminator. Also wir sind natürlich. Der Dick Terminator. Okay. Wirklich? Begrüßt mit mir den unglaublichen, wunderbaren Exterminator! Sag, Exterminator, seid ihr heute auch in Bestform? Wunderbar! Exterminator erwartet also einen spektakulären Sieg! Er wird seinen Gegner zur Wolferinnen Fassel zermalmen oder so!
Ah, soeben sagt mir, dass Dexterminators erster Gegner gerade eingetroffen ist. Ich weiß nicht, ob das mit dem Echo-Effekt zu much ist oder ob das geht. Meine Damen und Herren, einen donnernden Applaus für den großen, wunderbaren Extrador, Didador, Dingsy, Manimal. Manimal ist der Größte, der Mutigste, der haarigste Bärenzähmer im ganz Kaiserreich. Er hat seinen wilden Bären trainiert, jedes Ziel anzugreifen, auf das er zeigt. Sagt mir, Manimal, was ist euer Geheimnis? Ich benutze ein bestimmtes Schlüsselwort, damit meine Bären angreifen. Ein Schlüsselwort. Ein Schlüsselwort, sagt ihr? Wunderbar! Und wie genau lautet dieses Schlüsselwort? Naja, ich schaue meine Bären direkt in die Augen und sage dann Auste! Und schon greifen sie an. Auf sie! Sieht aus, als hätte manchmal einen kleinen Fehler begangen. Fräulein, wir haben Anlass zur Annahme, dass ihr den Kampf beeinflusst habt, bevor er überhaupt begonnen hat. Gemäß Absatz 13b, Paragraph G, seid ihr hiermit disqualifiziert. Exterminator tritt nun alleine gegen Manimal Birnen. Denn meine Damen und Herren, der Kampf geht weiter. Fräulein, bitte zieht euch in die Umkleide zurück, bis der Kampf zu Ende ist. Scheint so, als müsstet ihr diesmal ohne mich auskommen. Dexterminator. Das weiß ich dazu. Mua. Genial. Tut bloß nichts Unüberlegtes. Diese Bären sehen ganz schön blutrünstig aus. Ich geh mich umziehen. Ohne weitere Umschweife kann der Kampf jetzt beginnen! Quatsch, Quatsch, das ist ein spannender Kampf. Okay. Vielleicht kann ich mich hier nur von einer Seite angreifen. Easy. Ich wollte das Herz doch noch. Und er endet mit einem überwältigenden Sieg für Dexterminator. Aber wenden wir uns der Gegenwart zurück. Gegenwart zu. Hier haben wir den zweiten Kampf des Tages auf den Tiefen des Malikor-Waldes. Die Meister der fernöstlichen Kampfkunst. Klein, aber mehr als nur Oho. Die fantastischen, die wendigen, die extraordinären Ninja-Eichhörnchen. Scheint ganz so alt. Ninja Turtles, geil, Mann. Wunderbar. Ninja Eichhörnchen. Ohne weitere Umschweife kann der Kampf beginnen. Au.
Eieieiei. Oh Mann. Das ist gar nicht so einfach. Die Dinger sind scheiße flink. Und ich krieg die ganze Zeit diese scheiß Fernattacken ab. Und das Herz eben hätte ich auch noch brauchen können. Das durfte ich ja nicht überhalten. Sehr schön. Wäre cool, wenn ich blocken könnte. Das wäre echt super geil. Kann ich, habe ich jetzt eine gewonnen, Mann? Keine Fernkampfangreifviecher mehr, bitte. Und noch ein haushoher Sieg für Dexter Minator! Der Exterminator, ganz unter uns, was verleiht euch solch phänomenale Kräfte? Die Liebe. Wirklich? Wunderbar! Allerdings wird das wohl kaum reichen, um eure nächsten Gegner zu beeindrucken. Aber bevor ich ihn vorstelle, habe ich eine wichtige Ankündigung. Der Kaiser höchstpersönlich hat darauf bestanden, diesem nächsten Kampf beizuwohnen. Meine Damen und Herren, begrüßt mit einer Runde Applaus seine Hoheit Kaiser Lotte. So, Oberst, das also ist der junge Mann, von dem ihr spracht. Ja, euer Exzellenz, das ist er. Dexterminator, wenn ich recht verstanden habe. Er war es, der dem Mädchen zur Flucht verhalf. Verstehe, doch ich machte klar, dass sie unversehrt bleiben muss. Professor Giro braucht sie. Wir haben versucht, sie in Gewahrsam zu nehmen, ohne sie zu verletzen, Eure Majestät. Doch ihre Kräfte, wie geschwächt sie auch möge, reichten noch immer aus, um einen Mann zurückzuschlagen. Um meine Männer. Findet sie. Ich zähle auf euch, Oberst. Gewiss, Eure Hoheit. Und bei euch, großer Magus, wie läuft es in der Schlacht? Wir haben die Mayene-Brücke eingenommen, Eure Hoheit. Der Dämonenkönig verschanzt sich irgendwo im Norden, um seine Truppen zusammenzuziehen. Wir haben einen Plan, um sein Lager zu finden und dann zum Angriff auf Dämonia auszuholen. Wenn ihr jedoch den Einsatz aller unserer zur Verfügung stehenden Mittel bewilligt, wäre die Sache schnell besiegt. Ich vermute, ihr sprecht von der neuen Waffe, die Professor Giro entwickelt hat. Jawohl, Eure Majestät. Wenn ihr ihre Verwendung zustimmen würdet, würden wir den Krieg gewiss in Amt und Rem gewinnen und den Sieg über die Dämonen davontragen. Ich werde darüber nachdenken, Großmagus. Dieser Krieg ist eine Schande. Bereiten wir ihm schnell und schmerzlos ein Ende. Wenn man den Berichten des Obersten Glauben schenken will, dürften
konventionelle Mittel durchaus ausreichen. Wer will euer... Der Wille, Eure Majestät, ist uns Befehl. Ich werde dafür sorgen, dass Professor Giro davon unterrichtet wird, dass seine Waffe vorerst in seinem Labor bleiben wird. Aber wenn sich die Lage verschlimmert, werde ich es mir noch einmal überlegen. Gewiss, Eure Hoheit. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Er verbringt etwas von mir. Er verbirgt etwas von mir. Dessen bin ich mir sicher. Und nun sehen wir uns den Kampf an. Gerüchte zufolge sollte dieser Zauberer den Großmagua, einen mächtigen Dämonen, eingefangen haben. Doch erst als dieser mehrere von ihnen getötet hatte, und das ist keine Kleinigkeit. Ohne weiterem Schweife stelle ich vor unser nächster Kämpfer aus dem Steppen des Nordes. Stärker als jeder Mensch, grausam wie ein wilde Bestie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere... Horst, der dragonische Dämon! Horst, habt ihr etwas zu sagen, bevor ihr diesem Zweifelsohne in einem Blutbad im mundenden Kampf antretet? Ich darf hier nicht sterben. Wunderbar! Und mit diesen ergreifenden Regeln kann der Kampf beginnen! Eieiei. Eieiei. Au. Alter, wie soll ich denn da wegkommen? Oh nein, Konzentration, das lass nicht nach. Und das hüpft noch einmal. Ihr seid stark. Ihr habt euch meinem Respekt verdient. Aber ich kann nicht sterben. Daher bitte ich euch, flieht mit mir. Ich weiß von einem Passage, die aus dem Kolosseum führt. Doch alleine kann ich nicht fliehen. Nun, was sagt ihr? Ja. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Kommt. Okay, tschüss. War schön hier. Tschüss. Wo gehen wir hin? Hey, wartet auf mich! Alter, das Problem ist, dieser Kolosseum-Schreier, wie ich ihn da jetzt im Endeffekt dazu gemacht habe. Oh, der hat meine Stimme ganz schön in den Arsch gehauen, Alter. Boah, ich werde, glaube ich, heiser langsam.
Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Da wären wir. Wir sollten es zum Keller schaffen. Geh mir aus dem Weg, Dexterminator. Bis bald. Okay. Ich hoffe gleich um den Speicherpunkt. Oh, Hallöchen. Gefunden. Schwerkraft. Ziemlich gefährlich. Die Mächtigen werden fallen. Au. Wow, really? Dafür hat man sowas eingebaut. Alles in Ordnung. Auch nichts gebrochen, wie ich hoffe. Wir befinden uns jetzt unter Genua, der Hauptstadt des Kaiserreichs. Von hier sollten uns die Flucht gelingen. Oh, Entschuldigung. Ich hab mich doch entschuldigt, ja? Na schön. Wenn ihr es so wollt, dann schlagt euch eben alleine durch. Frauen. Caro, bitte. Caro. Ach, ihr braucht mich wohl da doch, was? Ja. Das dachte ich mir. Tja, mal sehen. Diese Mauer ist ziemlich hoch. Wie wär's, wenn wir sie, wenn wir es damit versuchen? Versucht es nur. Es ist ganz einfach. Tatsächlich. Es war gar nicht so schwer. Jetzt seid ihr dran, Didi. Könnt ihr mir das vorhin verzeihen? Es war nur, ich hatte Angst, dass ihr mich alleine lassen würdet. Wisst ihr, Didi? Ich glaube, wir haben uns in der Zeit verirrt. Wir haben uns in der Zeit verirrt, in die wir nicht gehören. Ich bekomme langsam wirklich Angst. Glaubt ihr, wir werden jemals wieder nach Hause zurückkehren? Ja. Wenn ich euren Optimismus nur teilen könnte. Vorerst haben wir keine andere Wahl. Wir müssen weitermachen. Euch gilt mein Dank. Mit eurer Hilfe werde ich meinen Sohn wiedersehen. Diese Felsbrocken, die uns den Weg abschneiden, scheinen sicher unüberwindbar. Doch mit vereinten Kräften sollten wir es schaffen, sie zu zertrümmern. Konzentriert euch jetzt, um mich zu rufen. Horst hat sich angeschlossen. RB, um eine Verbindung zu... Ah, okay. Ah, er kommt also von oben. Und nun sehen wir, das Level-Design hat sich schon krass verändert, obwohl man das gar nicht am Anfang so mitgekriegt hat. Und jetzt haben wir einen Sprungknopf. Wir können sogar nach vorne. Das ist ja cool. Aber gut, liebe Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir sind schon zeitlich auf jeden Fall drüber. Und ich muss mich ein bisschen schonen mit meiner Stimme. Die Hals kratzt und alles. Ja, ich würde einfach sagen, falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Ciao, ciao und bye, bye.